der Geist im Kopfballtor. Wir sind hier auf Schalke und jetzt gibt's die Revanche gegen Tito. Das erste Match hast du ja 5-4 knapp, sehr knapp für dich entschieden. Aber souverän. Ja. Jetzt gibt's das FIFA-Spiel. Und du nimmst wen? Ich spiele mit Schalke natürlich. Und zu Hause spielen wir auch. Okay. Ich nehme Eintracht. Du musst dich natürlich noch selber reintun. Wie oft spielst du so FIFA mit deinen Jungs? FIFA 16 habe ich oft gespielt. Aber FIFA 17 jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Er hat wirklich ganz besondere Qualitäten im Abschluss. Und damit läuft die erste Hälfte. Schalke 04 mit dem Anstoß. Ich spiele auch ehrlich gesagt auch andere Spiele, also nicht nur FIFA. Ich spiele auch 2K. Das ist deine zweite Sportart quasi, Basketball, die du verfolgst? Genau. Ja, das ist Radetzky, das ist die Spinne. Wird in Frankfurt die Spinne genannt. Gehst du auch zu Basketball spielen oder? Ich komme ja gebürtig aus Tübingen und da war ich auch früher oft bei den Water Tigers zugucken. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance, vielleicht müssen sie das Tempo. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Guter Schuss, guter Freistoß, gefährlich. Was war denn so dein geiles Erlebnis in der Zeit? Ja, also wir sind ja mit der U19 sind wir Deutscher Meister geworden. So, das war schon mit Abstand. Du hast ja auch mit dem schönsten Moment. Mit dem ganz großen Namen schon zusammengespielt. Hast du so Kontakt noch zu denen? Warte, ich muss sie kurz. Ja, klar, okay, musst du kurz Torschance vergeben. Ich glaube, der größte Name, also der es jetzt schon am weitesten geschafft hat, ist der Leroy Sané. Mhm. Macht eine richtig gute Saison. Ja. Hast du Kontakt zu dem? Ja, wir haben eigentlich jeden Tag Kontakt. Ach. Und ja, doch. Also auch, wo er noch hier war, waren wir eigentlich jeden Tag zusammen. Okay. Das war natürlich dann hart, als er weggegangen ist, oder? Ja, doch. Doch. Aber krass. Ist zum Glück nicht nur der einzige Freund, den ich habe hier. Deswegen war das auch noch zu verkraften. Es ist ja auch echt. Nein. Abschluss kannst du nicht. Das ist die Spinne. Das ist die Spinne. Oh, es gibt so. Oh, das muss ich mal zusammenreißen hier. Nein, 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 nein. Oh, Chubo. Ich hätte dich in den Sturm gespielt. Ja, er hat gesagt. Ich hätte dich in den Sturm? Ja. Ja, aber. Ich habe ja gerade gesehen bei der Box, dass ich da auch nicht so der Treffsicherste bin. Komm, Chupo. Wer ist denn so dein Vorbild gewesen? Ach komm, Radetzky, das kannst du besser. Weg damit jetzt. Was? Der Geist mit dem Kopfballtor. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist die Frage, wie realistisch ist das? Ja, da sind wir wieder. Ja, aber den macht er. Den macht er halt eben einfach überall. Den macht er halt gegen. Ja. Gut. Wer war denn so dein Vorbild? Jerome Boateng war immer mein Vorbild, wo ich klein war. Okay. Also, warum? Ich weiß nicht, wo ich bei Stuttgart noch in der Jugend war, war ich auch mal Balljunge beim Spiel. DFB-Pokal war das, glaube ich. Stuttgart gegen. Danke, fair play. Ne? Ja. Stuttgart gegen Bayern. Okay, und da hast du dann gesehen? Da habe ich ihn auch nach dem Trikot gefragt. Leider nicht bekommen. Da hat er schon jemand anders versprochen. War einer schneller dran, aber. Ja, vielleicht kriege ich das ja nochmal. Aber warst du so früher, warst du viel auf dem Bolzplatz auch? Oder warst du einer, der so strikt den Vereinsfußball gelebt hat? Ich muss sagen, super Torschuss erstmal. Ich muss sagen, ich war eigentlich früher immer draußen. Ich habe auch, wo ich klein war, viele Sportarten gemacht. Ich habe alles einmal probiert. Tennis, Tischtennis, Basketball. Leichtathletik habe ich lang gemacht, bis 14. Wo ich dann nach Stuttgart bin, ging das nicht mehr. Okay. Ich muss sagen, fast der Fehler von mir. Aber davor gut verteidigt, wollte ich eigentlich sagen. Bist du manchmal in Burundi? Oder? Ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, aber davor war ich eigentlich oft da. Bin auch aufgewachsen. Kam das für dich in Frage, für die Nationalmannschaft, für Burundi zu spielen? Eigentlich nie, muss ich ehrlich sagen. Es war auch nie so die konkrete Anfrage da. Aber ich habe auch so von klein auf eigentlich für die deutschen
U-Nationalmannschaften gespielt, von seit ich 14, 15 war. Und von daher. Oh, ganz rüber! Nein! Ja! Das war ein geplanter Rückpass. Habe ich gut durchgelassen, ne? Mhm. Wenn man dann so auf Gnabry trifft, ja, im Spiel. Und dann trifft man gegen den Verein. Kriegt man dann eine Nachricht von der Schwester? Also dann gibt es erstmal Glückwünsche zum Tor, würde ich mal hoffen. Hoffen? Nee, aber denke ich auch. Okay. Hast du Kontakt zu Gnabry? Oder? Ja, doch. Ist es dann, hast du schon davor Kontakt? Ja. Also ich habe mit ihm in meiner Zeit, wo ich bei Stuttgart war, haben wir zusammen gespielt. Und von daher kenne ich ihn länger, als meine Schwester ihn kennt. Ah, also hast du dich verkuppelt? Nein. So weit will ich auf keinen Fall gehen. Aber ich sag mal so, ich habe auch nicht zwingend versucht, das zu verhindern. Weil wir kennen uns schon lange und es ist auch ein guter Junge und auch ein Freund von mir. Ach, ist schon vorbei das Spiel. Ich habe doch gesagt, Revanche. Ja, es war auch. Ich möchte dann nochmal auf die Länge hinweisen. Ja, 4 Minuten. Ist es schwer? Ich würde sagen, 4 Minuten pro Halbzeit ist es erstmal schwer zu gewinnen, ein Tor zu machen. Ja, Kopfballtor mit Geis. Das war meine beste Chance hier. Man sieht hier, der Freistoß. Da, oh, stell dir mal vor, ich hätte von da reingepasst. Aber das Gute ist, ja, das war genau diese Position, wo im Spiel war. Das Gute ist, danach fragt halt keiner mehr. Ne? Nee. Dann, also, in der Zusammenfassung wird es halt so aussehen. Kompletter Lappen. Hier sehen wir das Tor. Da. Von 11 Metern. Kannst du gleich mal zeigen. Von 12 Metern. Ist ja das, kann er das? Kann er das im echten Leben? Ich frage ihn gleich mal, aber er wird sicher sagen, nein. Das war's hier aus Schalke. Ich bedanke mich, Tilo. Danke für die Niederlagen. Da wird man immer gleich runtergeholt auf den Boden. Das ist sehr schön. Checkt jetzt unseren Instagram-Kanal aus. Die Kickbox. Und auch sein Instagram-Kanal. Tilo Kehrer. Jo, dann. Du warst jetzt Training? Jo. Ich räume mir alles auf. Ich kann mit einem guten Gefühl jetzt zum Training gehen. Ja, ich kann mit einem guten Gefühl aufräumen.